Gewinner Dimitri Schmidt. Erster Platz Dimitri Schmidt, zweiter Platz Mirza Jandl und dritter Platz Arthur Schule. Wer ist jetzt erster? Major Weißer oder welcher? Der Kleine schon wieder!
sehr stark. Erster Platz. Dima. Wenn er Gold gewinnt, muss er dir was trinken ausgeben. Wenn er Gold gewinnt, muss er dir aber was ausgeben zu essen. Aber sehr stark groß wieder, ne? So. Immer noch Major, aber einer wird ausgetauscht gegen ein echtes Schwergewicht aus Wolfsburg. Tobi Lenk, man nennt ihn auch den deutschen Bull Hurley. Und jetzt werden wir ein Center. Major sehen. Major auf Center, beide. Tobi Lenk ist seit langer Zeit wieder am Tisch und schon so erfolgreich wieder. Einmal gelernt. Center. Du sollst noch sagen. Ja? Ready, go! Oh. Und Major auf Gewinn. Die Leistung ist unglaublich. Jetzt kommen wir zu den Finalkämpfen des rechten Arms in der Mirza gegen Schmidt. Dimitri, Arm ist okay? Dein Arm ist okay? Echt? Alle Kollegen hat viel gedrückt gerade, finde ich. Beide Kollegen aus Berlin, aus der Schmiede von Sergei Meyer. Okay, ist okay. Es handelt sich nicht um eine Schmiede, sondern um eine Metzgerei. Noch einmal ein Kuss-T-Shirt. Sergei Meyer hat schon einige deutsche Meister hervorgebracht, aber natürlich auch. Sergei Meyer, ein würdiger Nachfolger von Markus Boxermann. Ich dachte Aschka. Ist okay. Rico! Sehr danke an Berlin für die Teilnahme. Starke. Mirza, erster Platz, zweiter Platz. Du bist unparteiisch. Ich bin selber fein. So, wir kommen zu der nächsten Klasse. Kevin Berberich, mehrfacher deutscher Meister. Ich habe auch schon englischer Meister. Armor Wars World Champion, genau. Leider verletzt an der linken Schulter. Aber sehr, sehr stark. Hat sich noch nicht mal Major gegen Berberich. Auch hier wieder Top-Leute im Finale.
Собирайся, главное. Kevin Berlich, ein absoluter Wettkampfschwurler, wächst über sich hinaus. Sehr, sehr schnell. Go! Und kann er Zabier, den Aeros open. Das sieht sehr gut aus. Den ersten Angriff gestoppt. Du bist gut. Das ist Weltklasse Armwrestling. Stol auf deiner Seite. Stol auf deiner Seite, все нормально. Beides Leute, die man sonst auf Weltmeisterschaften, Europameisterschaften sieht. Und der Sieg in der Berberich. Nein, Entschuldigung. Elbow für Kevin. Aber sehr schöner Kampf. Он походу игрался, Диман, с тобой. Смотрел, сейчас до конца пойдет. Ein Fußball. So они его с мазонского на национальном мастерстве. Намаж еще. Да, ich leider ein Foul, ein Warning. Mario, ein Warning. Zur Erklärung. Yeah. Zwei Fouls bedeutet Niederlage. Zwei Warnings bedeuten ein Foul. Go! Mario mit dem Sieg. Schöner Kampf. Vladimir Majorov gegen Mirza. Mann, eine Muschel. Nee, nicht die Sicherheit. Ich Ja. 88 Kilogramm, Kilogramm Klasse. Danach switchen wir nochmal zurück, weil Kevin Berlich wohl erst eine Niederlage hat und somit noch im Turnier ist. Er muss noch ein zweites Mal geschlagen werden. Also, das heißt, es ist noch alles offen. Go! Winner! Das sah souverän aus. Auch in dieser Klasse Mario auf Platz 1. Auf Platz geht nach Berlin. Wir machen jetzt wieder die 75 Kilo Klasse. Kevin Berlich. Eine Niederlage. Он уже подзабил свой блок. Не проспи, главное. Der nächste Sieg entscheidet. Beide jetzt unbelastet. Keiner ein Foul, keiner ein Warning. Und das sieht gut aus. Держи. Просто держи там, закрепись. Да, плечо еще. Nächstes Mal плечо, держи. Плечо, да, вот так. Kevin kann sich zurückarbeiten. Wenn man Kevin nicht direkt schlägt, ist es sehr unangenehm. Kevin hat die Erfahrung. Wer hat den stärkeren Willen? Das sah schwer nach einem taktischen Foul aus. Mein Bruder muss direkt gewinnen, ne? Ein Foul für Majoro. Diman, он уходит на себя на пронатор. Sehr interessante Paarung. Пожалуйста, смотри.
Thank you.